Rund 700 Menschen demonstrierten am 26. Januar in Grevesmühlen im Landkreis Nordwestmecklenburg gegen eine geplante Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge. In der benachbarten Gemeinde Uphall soll eine Containeranlage für bis zu 400 Menschen entstehen. Die Kritik der Demonstranten: Es sind zu viele für so eine kleine Gemeinde. Unter ihnen rund 100 Personen, die dem rechtsextremen Milieu zuzuordnen sind. Nach Angaben der Polizei hatten im weiteren Verlauf der Demonstration einige Teilnehmer versucht, sich Zutritt in das Gebäude zu verschaffen. Die Einsatzkräfte haben dies verhindert. Die Landkreisverwaltung sucht seit Monaten nach Lösungen für die Unterbringung von Geflüchteten und Asylbewerbern. Laut Landrat Tino Schomann müssen 20 bis 30 Menschen pro Woche aufgenommen werden. Und da kann man sich ja ganz einfach hochrechnen, wie weit die Kapazität dort reicht. Wir brauchen einfach weitere Grundstücke, die in größeren Städten sind. Und ich brauche kein Nein, 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 ich brauche ein Ja. Hier können wir was errichten. Aber was wir auf jeden Fall brauchen, ist eine Begrenzung, eine Steuerung des Bundes, die ich gar nicht sehe, dass wir entsprechend nicht diese Lage haben. Die ist nicht nur Nordwestmecklenburg und die Proteste sind auch nicht nur in Nordwestmecklenburg. Und Demonstrationen sind richtig und wichtig. Natürlich sollen sie gewaltfrei sein, ganz klar. Das waren da gestern unschöne Bilder in Grevesmühlen. Aber die Bundesregierung, die Landesregierung müssen endlich erkennen, in welcher Lage die Kommunen sind. Gegen einige Demonstranten wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Schomann hat zwar Verständnis für die Sorgen der Anwohner und Anwohnerinnen, verurteilt aber ganz klar Gewalt. Wir haben im November eine Sporthalle in Wismar belegt mit Menschen, die ist jetzt voll, mit über 140 Menschen. Eine weitere Halle folgt in der nächsten Woche und das ist ja kein Zustand, wo jetzt Abiturprüfungen beginnen, wo der Schulsport nach Corona wieder stattfinden kann, der Vereinssport. Und das sind keine Perspektiven, wo ich sehen kann, okay, es kommen so und so viele Menschen, die ich unterbringen muss, die ich versorgen muss. Aber ich weiß gar nicht, wie viel ich bauen kann, wie viel ich bauen soll. Und das ist eben die ganz klare Forderung. Der Bund muss hier eingreifen, das können die Kommunen nicht. Und das ist meine klare Forderung. Der Kreistag hat in seiner Sitzung den Bau der zeitlich befristeten Gemeinschaftsunterkunft beschlossen. Damit wird in den nächsten Tagen die Containeranlage in Auftrag gegeben. Im März sollen die ersten Menschen einziehen. Für die Sicherheit der Menschen wird ein Wachdienst und die Polizei sorgen.